Spielzeug. Herzlich willkommen zurück, es geht schon weiter, oh mein Gott. Sind Sie sicher, dass der Schank funktioniert? Sowas ist sogar auf Ilium illegal. Garantie war keine Frau. Aber Sie haben ihn doch getestet. Da kommen noch mehr. Sagen Sie mir, dass Sie ihn getestet haben. Keine Zeit zum Reden. Erwischt. Achtung, die Atari. Er hat es reingehauen. Vorsicht, Idioten. Liara, es dauert bestimmt nicht mehr lange. Wissen Sie noch, früher hat man einfach auf alles Universalgel geschmiert. Das war nur Zeiten. Das Sicherheitsupgrade hat viele Leute unglücklich gemacht. Achtung, es kommt noch mehr. Es wäre effektiver, wenn Sie alle gleichzeitig angreifen würden. Ja. Bitte geben Sie den Söldnern keine Tipps. Das ist nicht meine Drohne. Und tschüss. Da fliegst du weg. Unterstützung geben. Genau. Dann müssen wir uns drinnen um weniger kümmern. Träumen Sie weiter, Tsoni. Das macht. Ja, dann mach schnell weiter. Munition ist alles da.
Foundation oder irgendwas. Weg hier. Ein dunkler, dunkler Korridor. Das war doch nicht so schwer, wie ich dachte, wa? Ja, moin. Eigentlich schon so Mädels. Dann sollte die vielleicht schon ein bisschen einsetzen, ne? Die stehen einfach nur hier drum. Alles klar. Wenn ich einfach hier random ein paar Monitore mit irgendwelchen Dingern. Sie schließen sich den Energiefluss in diesen Kabeln an. Der Broker hat sein Informationsnetzwerk über das gesamte Schiff verteilt. Ding muss unglaublich viel Energie verbrauchen. Ich habe den Plan des Schiffs runtergeladen. Wir sind unterwegs zum Zellenblock und zu Farron. Ah ja. Denke ich hoch. So. Hallo? Vorsicht, Blendgranaten! Ich bin hier. Wird erledigt. Ach, kriegst du doch. Ha. Universal Gel, so das, das. Zaggy, na, Ende. Farron. Liara. Halt durch, wir holen dich hier raus. Nein. Farron. Gerüstet. Was zum Teufel hat der Broker bloß mit Ihnen vor? Die Maschine reagiert darauf, wenn man daran herumspielt. Dieser Stuhl ist an das Infonetzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen. Wenn Sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn. Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale.
Wozu soll dieser Käfig gut sein? Ich glaube nicht. Es ist ein neuraler Erdungsstab. Die medizinischen Geräte sollen nur dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Wir müssen das alles hier beenden. Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut leuer. Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Wir sind wirklich jetzt kapiert auch noch. Gut. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen los. Holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Alle Teams zum Außenposten 10. Sichtkontakt herstellen. Ziele markieren. So. Dann machen wir weiter. Mal sehen, was wir hier oben haben. Ein Hühnchen. Niemand. Zur Finsternis. Ach, so sah der aus. Vor allem die Spezies kennst du gar nicht. Wollen Sie den Trail? Rücksichtslos. Sogar für Sie, Commander. Die Bombardierung auf Ilium war nicht gerade subtil. Extrem, aber notwendig. Nein, war es nicht. Und Farrons zweijährige Haft auch nicht. Dr. Tissoni, Ihre Einmischung hat das alles verschuldet. Farron hat mich hintergangen, als er Ihnen Shepards Leiche übergab. Der Drell bezahlt ganz einfach den Preis dafür. Jemand muss sie für ihre Zusammenarbeit mit den Kollektoren bestrafen. Es war eine Partnerschaft zu beiderseitigem Vorteil. Ihre Ankunft passt gut. Das Angebot der Kollektoren steht noch. Ist noch ein großes Insekt, ne, oder so? Keine Ahnung. Also das sieht ganz komisch aus. Eine Basis dieser Größe ohne Crew zu betreiben, dürfte nicht einfach werden. Sie sind alle ersetzbar. Ihre Ankunft ist lediglich eine Unterbrechung. Genug geredet. Meine Operationen sind zu wichtig, um von einem Verräter gefährdet zu werden. Für jemanden, der kein Rückzugsgebiet mehr hat, sind Sie ganz schön selbstbewusst. Sie reisen mit faszinierenden Gefährten, Doktor. Ich bin überrascht, dass Sie die Clarianerin mitgebracht haben, Tissoni. Ihre Führungsqualitäten haben auf Haystrim fast Ihr ganzes Team das Leben gekostet. Sie legen an niemanden mehr Hand an. Es ist sinnlos, mich herauszufordern, Asari. Ich kenne alle Ihre Geheimnisse, während Sie im Trüben fischen. Ach ja? Sie sind ein Yark, eine Spezies ohne Raumfahrt, die auf ihrer Heimatwelt unter Quarantäne gestellt wurde, weil sie die ersten Kontaktteams des Rats massakriert hat. Diese Basis ist älter als die Entdeckung ihres Planeten. Vermutlich haben sie den ursprünglichen Shadow Broker vor 60 Jahren getötet und seinen Platz eingenommen. Ich nehme an, ein Trophäenjäger hat sie von ihrem Planeten geholt, weil er einen Sklaven wollte. Oder ein Haustier. Na, wie war das? Was hast du denn wütend gemacht? Tali! Nein! Ja.
Mann. Wo ist mein Maus? Der Schild ist kinetisch sensitiv. Energie und Projektile prallen ab. Dann machen wir es auf die harte Tour. Auf jetzt! Ins Gesicht! Schieß, Liara, schieß! Warum wartest du? Da kommen sie. Munition rumliegen. Setze Biotik ein. Schnell, solange er angreifbar ist. Wenn Sie ihn dazu bringen, den Schild wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Die Idee? Ich lasse sie fliegen. Könnten ja immer wieder Kähne rumbauen und haben bloß den Schuss, aber. Tali liegt bewusstlos in der Ecke. Was auch immer das für eine Suppe war dort oben. Was ist mit Tali? Hey Broker, hier ist Agent Murat. Wir hatten einen plötzlichen Verbindungsausfall. Bitte Status bestätigen. Agentin Shora erbittet Update. Sind wir noch online? Shadow Broker, ich habe unseren Feed verloren. Wir sind online und erbitten Anweisungen. Jedenfalls sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Ich will innerhalb eines Solartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Bei der Göttin der Ozeane. Du.
Wie? Nun, jeder, der ihn je persönlich gesehen hat, ist tot. Also... Du, der neue Shadow Broker. Ist es wirklich eine gute Idee, die Rolle des Shadow Broker zu übernehmen? Andernfalls verlieren wir alles. Seine Kontakte, seine Handelspartner. Beides würde uns sehr helfen. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich ihn... Ich kann... Ich überprüfe dann mal die Energieversorgung. Naja. Klein ist denn der Typ, Alter? Übel. Es ist vorbei. Ja. Es ist endlich 2 Jahre lang. Oh, guck mal hier, mein Engel. Schon in Ordnung. Ich habe 2 Jahre um sie und Farron getrauert. Nun habe ich sie beide zurück. Ich... Mal sehen, was wir hier haben. Läuft doch! Keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Über welche Art von Informationen reden wir hier? Ich bin nicht sicher. Ich muss seine Dateien durchgehen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich sicher etwas Nützliches für Sie. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Seien Sie diesmal keine Fremde. Kommen Sie vorbei, wenn Sie können. Die Tür steht immer offen. Danke, Shepard. Für alles. Der schöne Tisch, Mann. Shepard hat den Shepard-Broker besiegt. Die Information über die geplante Vernichtung von Cerberus wird bekannt. Ja, als Liara Tesoni übernimmt die Beziehung der Liara. Der Asario zu Shepard muss sorgfältig beobachtet werden. Oh ja. Das sieht übelst krass aus, der Typ, ne? Sag mal hier, Schadensschutz haben wir da. Palladium haben wir auch noch gerichtet. Geil. Shepard, es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ein paar Terminals mit Informationen eingerichtet, die Sie bestimmt interessieren. Sehen Sie sich's mal an. Okay. Willkommen zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Eier! Die Säule musst du mal reparieren, also... Ernsthaft jetzt mal. Ich hab gerade den fahren lassen, ne? Ich würde da hinten weggehen. So. Deine Decke sollst du auch mal neu machen, Diggi. Auch ganz schön so. Stört. Benni, was für ein alter, ranziger Blumentopf, Mann. Alter. Die Geliebte des Torianischen Ratsmitglieds hat in letzter Zeit einige ungewöhnliche Käufe getätigt. Sie rechnet möglicherweise damit, in ein größeres Anwesen umzuziehen. Okay.
das schauen wir uns alles in der nächsten Folge an. So. Ja, ja, das müsst ihr auch mal ganz machen, hier dein Koi-Teich oder was sein sollte drinnen. Nein, ist kein Teich, schade. Alles klar, wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein und ja. Shadow Broker out.